fürchtet euch nicht und urteilt nicht und entferne erstmal deinen eigenen Balken aus deinem Auge, statt den Splitter des anderen zu sehen. Das ist mein christliches Verständnis und wenn ich mich daran halte, glaube ich, fahre ich ganz gut. Das ist schwer genug. Sinnsuche. Ein Podcast der Kirche im NDR. Fast 30 Jahre war Elke Natas mit ihrem Partner Sven Lager zusammen. Dann erkrankte er an Krebs und starb. Ein Jahr nach seinem Tod hat sie begonnen, ihre Gedanken aufzuschreiben und ihre Trauer zu verarbeiten. Daraus ist ein sehr persönliches Buch entstanden. Es heißt, alles ist gut, bis es das dann nicht mehr ist. Über das Leben, die Liebe und den Tod. In dieser Folge von Sinnsuche spricht Elke Natas über ihre Zeit nach dem Tod des Partners, über die Liebe und welche Hoffnung ihr hilft, ihr Leben zu leben. Elke Natas, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben hier im Ullstein Verlag in Berlin. Ich möchte gerne mit Ihnen über Ihr neuestes Buch reden. Ich habe das gelesen und ich muss sagen, ich habe es von der ersten bis zur letzten Seite wirklich sehr gerne gelesen und es war ein sehr, sehr berührendes Buch. Ich habe den Eindruck gehabt, ich würde Ihnen über die Schulter schauen und würde einen Liebesbrief lesen, den Sie an Ihren verstorbenen Partner Sven Lager geschrieben haben. Haben Sie den Eindruck beim Schreiben auch gehabt, dass Sie eigentlich für ihn geschrieben haben? Ja, hallo erstmal. Also ich habe es begonnen tatsächlich als ein Liebesbrief an meinen Mann, aber das war mehr für mich. Als es dann klar wurde, dass es ein Buch wird, habe ich diese Form beibehalten, aber eher aus dem Grund, weil ich nicht über ihn in der dritten Person schreiben wollte, weil das zu viel Abstand auf einmal hergestellt hat. Und ich habe natürlich so geschrieben, dass es auch für andere Menschen außer ihn vermittelbar ist, aber ich habe trotzdem die zweite Person beibehalten. Ja, das schreiben Sie. Sie hätten sonst das Gefühl gehabt, Sie wären dichter am Leser als an ihm. Oder es wäre, genau. Es fühlte sich falsch an, haben Sie geschrieben. Ja, das habe ich dann gemerkt. Als ich dann gewechselt habe in die dritte Person, habe ich gemerkt, das ist eine Distanz, die ich einnehmen möchte und die ich auch gar nicht habe und die auch diesem Buch oder das, was ich eigentlich auch teilen will, nicht entspricht. Das Buch ist ja entstanden nach dem Tod Ihres Partners. Wie bald danach haben Sie eigentlich angefangen, das Buch zu schreiben? Ein Jahr nach seinem Tod kam das Buch zu mir. Ja. Ich habe schon vorher geschrieben, aber eher nur für mich. Und das ist dann die Form eines Buches, das eben auch eine größere Öffentlichkeit erreichen sollte. Das habe ich dann nach knapp einem Jahr gemacht. Er ist im April gestorben, im März habe ich das Buch begonnen. Ah ja. Wenn man das Buch liest, dann merkt man, es gab gerade in den ersten Wochen und Monaten wirklich Tage und Wochen, wo Sie schreiben, also außer den Alltag zu bewältigen und mit dem Hund rauszugehen, ging eigentlich gar nichts. Da ging es Ihnen immer noch sehr, sehr schlecht. Und dann am Ende des Buches, aber das wollen wir jetzt noch gar nicht vorwegnehmen, ist es doch hoffnungsvoll. Also Sie nehmen uns wirklich auf einen Weg mit. Wie lange hat das denn gebraucht, bis Sie diesen Weg gegangen sind und zurückgelegt haben? Ja, der Weg gehe ich ja immer noch. Ja, stimmt. Der hört ja nicht auf. Der hat jetzt, mit dem Buch war es ein Jahr. Ich habe ihn nach einem Jahr begonnen. Ich habe natürlich rückwirkend auch erzählt, aber dann hauptsächlich durch dieses Jahr hindurch das Buch geschrieben. Und nach wie vor ist es eine Reise, denn es ist ja wirklich ein komplett neuer Lebensabschnitt, den ich jetzt alleine begonnen habe, weitergehe. Ja. Und es kommen immer wieder auch Momente, wo ich merke, dass ich wieder an eine Grenze stoße, die ich dann auch wieder, oder sagen wir, meinen Möglichkeitsraum erweitere. Das schreiben Sie auch an einer Stelle, was Sie gerade erwähnt haben. Auch Ihr Leben, wie es bis dahin war, ist ja zu Ende gegangen, ist ja im Prinzip gestorben. Wie lange waren Sie mit Sven Lager zusammen? Das waren es waren 27 Jahre. 27, ja. Und Sie haben ein bewegtes Leben geführt. Sie waren in Thailand, Sie waren in Südafrika, Sie waren in Berlin, Sie hatten viele Stationen. Sie beide haben Bücher geschrieben,
Hilfsprojekte initiiert, Häuser betreut und es ist wirklich ganz fantastisch, wenn man sich so ein bisschen einliest, was sie alles so auf die Beine gestellt haben. Und das ist mit dem Tod auch zu Ende gegangen. Das ist eigentlich, ja, man kann es sich natürlich denken, aber wie sie es so beschrieben haben, es war nochmal so ein Aha-Erlebnis für mich auch, dass da ja nicht nur ein Mensch stirbt, sondern auch ein gemeinsames Leben. Ja, das ist wahrscheinlich bei uns auch wirklich ungewöhnlich. Ich dachte, so im Vergleich zu normalen Paaren, in denen dann auch jeder Berufsleben hat, getrennt voneinander, man sich abends trifft und in den Ferien oder an den Wochenenden, wir haben ja wirklich alles geteilt. Wir haben zusammen die Familie, unsere Kinder großgezogen, wir haben beide zu Hause gearbeitet, wir haben zusammengearbeitet, wir haben eigentlich alles gemeinsam gemacht. Ich habe alleine meine Bücher geschrieben, aber selbst Bücher haben wir zusammen geschrieben. Das heißt, jeder natürlich für sich alleine. Aber die ganze Lebensvision, wie wir leben, das ist alles eigentlich in jedem Bereich, haben wir gemeinsam entworfen, was natürlich auch immer schwierig war, weil wir auch sehr unterschiedlich waren, unsere gemeinsamen Interessen und Ansichten unter einen Hut zu bringen. Aber gleichzeitig hat das natürlich das Ganze auch spannend gemacht und uns auch beiden große Entwicklungsmöglichkeiten gegeben. Und das war so auch eine meiner Ängste, dass mein Leben jetzt ganz banal ist, da ich diese Herausforderung des Andersseins von ihm nicht mehr habe, diesen Mut, den er hatte, so jede Idee einfach umzusetzen und voranzugehen. Und ja, und wie sieht mein Leben alleine aus? Was darf ich jetzt für mich entdecken, was vorher nicht möglich war, da wir zu zweit waren? Was nehme ich davon mit? Was lasse ich los? So, das ist auch ein Prozess, der natürlich immer weitergeht. Sie haben gerade gesagt, Sie waren sich in vielem eigentlich nicht einig oder waren auch sehr verschieden von Ihren Einstellungen her. Aber ich habe eine Stelle gefunden, wo Sie geschrieben haben, da waren wir uns einig. Ich zitiere mal. Unsere Kinder wurden zu Hause geboren und du bist zu Hause gestorben. Wir waren uns einig, dass Geburt und Tod nicht in so abscheulichen Orten wie Krankenhäusern stattfinden dürfen. Ich bin unendlich dankbar dafür, dass du zu Hause sterben konntest. Das fand ich beeindruckend, denn ich habe jetzt keine Prozentzahlen, aber die allermeisten Geburten finden ja in Krankenhäusern statt. Und ich glaube, auch der überwiegende Teil der Todesfälle findet, glaube ich, in Krankenhäusern statt. Und das war bei Ihnen anders. Das haben Sie auch als Geschenk wahrgenommen. Sie sind dankbar dafür, dass das so sein konnte. Ja, ich habe im Nachhinein wirklich viel, viel Dankbarkeit geübt oder auch gesehen. Also es war wirklich für mich auch offensichtlich, was alles an Gutem auch war in dieser wirklich schrecklichen Situation. Denn er war 3 Monate im Krankenhaus und ich konnte ihn in der Zeit, es war Covid-Zeit, durfte ich ihn, ich weiß auch nicht warum, 2-mal besuchen und das innerhalb einer Woche. Aber trotzdem war ich dankbar für Bildtelefone, ja, dass wir jeden Tag uns wenigstens sehen und sprechen konnten, dass wir in der Zeit leben, in der das möglich ist und eben auch, dass er nach Hause kommen konnte und nicht im Krankenhaus gestorben ist. Und das wäre wirklich richtig schlimm für mich und auch für ihn gewesen, ja. Dass wir diese Zeit hatten, auch wenn wir uns nicht bewusst waren, dass es tatsächlich uns nur 3 Wochen, es waren nämlich nur 3 Wochen, zusammen noch übrig bleibt und dass es doch mit seinem Tod enden wird. Haben Sie irgendwann die Hoffnung aufgegeben? Oder? Nein, nie. Also wir waren er konnte am Ende die letzten Tage nicht mehr reden, aber wir waren schon im totalen Denial, also in diesem Leugnen. Wir schaffen das. Ja. Ja. Also der Tod war kein Thema zwischen uns. Sie beide sind ja auch Christen. Und das haben Sie auch beschrieben, dass bei Ihrem Partner der Glaube sehr stark war und dass er auch in der Zeit in Südafrika es erlebt hat, wie Menschen durch Gebete gesund geworden sind. Sie schreiben da von einer Frau, die ihren Rücken gebrochen hatte. Und Sven hat für sie gebetet und sie ist ja gesundet. Und von weiteren Beispielen schreiben Sie oder haben Sie auch in einem Interview was dazu gesagt, dass Sie das mehrfach erlebt haben. Und dann der Satz in Ihrem Buch, Gebete nützen doch nichts, hast du am Ende zu mir gesagt, als dein Auge plötzlich blind wurde und die Lähmung immer weiter deinen Oberkörper hinaufkroch. Das hat mir das Herz gebrochen, weil dein Glaube so stark war.
Was macht das mit dem Glauben, wenn man ja so fest daran glaubt, dass Gott eigentlich aus jeder Situation retten kann und es dann aber beim Partner, der auch daran glaubt, nicht tut? Ich komme immer wieder nur zu dem Schluss, dass es Dinge gibt, die wir nicht verstehen können, dass ich auch nur an einen Gott glauben will, der mein Verständnis und mein Fassungsvermögen übersteigt. Und dass mein Glaube ist, dass alles, was passiert, in unserem besten Interesse ist. Und selbst wenn unser irdisches Verständnis sagt, was ist dieses Leid und warum muss jemand sterben und dass der Tod das Allerletzte ist, was wir, oder sogar den Tod, den wir überwinden müssen, so wie Jesus ihn überwunden hat. Das sind alle Dinge, aber was mir so blieb, war, dass ich habe einen sehr persönlichen, immer mehr auch vom religiösen Glauben abweichenden Gefühl, dem ich vertrauen kann. Und dieses Gefühl des auch Getragenseins in diesen schwierigen Zeiten, auch der Hoffnung, die ich die ganze Zeit auch danach noch hatte und dieser Gewissheit auch, dass mein Mann nur gehen konnte, weil es für uns beide der beste Weg ist. Dass es ein interessanter Weg ist und dass die Liebe nicht vorbei ist. Und dass ich eigentlich auch in freudiger auch Erwartung sein kann für das, was es für mich noch, das Leben noch bereithält. Also im Grunde halte ich hartnäckig an dem Glauben fest, dass ich geliebt bin, dass ich beschützt bin, dass auch der Tod uns nicht trennen kann und dass das Leben nur das Beste für mich will. Und ich gebe mich dem hin und ich vertraue. Den Glauben, den Sie haben, den haben Sie ja seit Ihrer Zeit in Südafrika. Das habe ich in einem Interview gelesen, dass Sie geschrieben haben, ja, wir waren schon getauft und konfirmiert und einer von uns ist sogar auf eine katholische Schule gegangen. Ich weiß gar nicht, ob Sie oder Sven. Nee, Sven, ja. Aber der war, ich war eigentlich von Kind an. Ich war von Kind an irgendwie gläubig. Ich habe das schon immer so für mich, dass es einen Gott gibt und dass ich da irgendwie einen Bezug dazu habe. Also insofern, aber das hat sich so verloren im Laufe der Jahre, obwohl wenn es hart auf hart kommt, habe ich immer gebetet und auch Vertrauen oder ich habe, glaube ich, auch dieses, es stimmt jetzt auch nicht, Gottvertrauen, ich habe mir trotzdem auch viel Sorgen gemacht, aber es war schon in mir angelegt, auch das Wissen oder auch die Suche. Wir haben in Thailand gelebt und ich habe mich sehr für den Buddhismus, ich war eigentlich immer auch so auf einer spirituellen Suche und ich habe gesehen, wie gelassen und freundlich die Menschen sind und ich dachte, was toll, was der Glaube oder diese Philosophie, es ist ja keine Religion, der Buddhismus doch auf Menschen für einen Einfluss haben kann und habe dort gesucht und kam dann eben zufällig in Südafrika an so eine, ja, Christen-Freikirche, wie ich sie auch nicht kannte. Es waren junge Surfer, alles sehr gut aussehende junge Männer, die voller Leben und Begeisterung waren und das eine andere Kultur war und ein anderes Land und habe ich mich da, glaube ich, drauf eingelassen oder wir haben uns beide drauf eingelassen und es war alles ein bisschen komisch, was die erzählt haben, vor allem diese ganze Jesus-Geschichte. Ich dachte, klar, ich glaub an Gott, Jesus war auch dabei, aber was ist jetzt so? Und das hat uns Freunde gebracht, hat uns auch auf so eine Reise gebracht, die uns aber dann auch wieder von der Religion auch wieder weggebracht hat. Also das war so ein Weg, aber in einen wirklich gelebten und erlebten Glauben geführt hat. Bei Ihren Freunden kam das aber irgendwie total schräg an. Das fand ich sehr heiter in dem Interview, das Sie mal der Zeit gegeben haben. Da haben Sie so sinngemäß geschrieben, in unserem deutschen Freundeskreis wären wir auf mehr Verständnis gestoßen, wenn wir Buddhisten, Veganer oder alkoholabhängig geworden wären. Ihr glaubt echt an die Bibel, haben die Sie gefragt und haben dann erstmal die
nächste Flasche Wein entkorkt, um das irgendwie verdauen zu können. Verrückt irgendwie eigentlich. So ist es heute, ne? So ist es, ja. So ist es. Also ich verstehe heute in meiner Anfangsbegeisterung, und das war auch wieder wirklich erlebt, tief erlebt, wie ich den Glauben, also das, was ich so in mir gespürt habe, dass das wahr sein könnte, dass wir ja mit Gott verbunden sind und dass unser Leben einfach so viel größer ist oder wir auch so viel größer sind als das, was, und auch unsere Möglichkeiten als das, was die Welt uns so sagt, dass wir da auch viel mehr sind. Das war wirklich echt und das war richtig große Begeisterung. Gleichzeitig verstehe ich aber, distanziere ich mich auch heute von dem ganzen evangelikalen Drang, Menschen von diesem Glauben überzeugen zu müssen und dass sie nur in den Himmel kommen, wenn sie vorher ihr Gebet sprechen, dass sie ihr Leben Jesus übergeben. Und wirklich auch wunderbare Menschen und intelligente Menschen hatten Angst um Leute, die das eben, die in ihrem Verwandtenkreis, die sterben und eben nicht dieses Gebet gesprochen hatten. Und ich habe immer meinem Gefühl vertraut und das schien mir schon immer irgendwie merkwürdig zu sein, weil der Gott, an den ich glaube, ist größer, als dass er sich ausdenkt, wir müssen so ein Gebet sprechen, um in den Himmel zu kommen. Auch die Angst, die oft damit reinwirkte, von anderen Glauben und anderen, und wie kann nur ein Glaube richtig sein und alle anderen täuschen sich. Und ich habe wirklich viel erfahren und viel gelesen und in vielem auch eine Wahrheit gefunden, die sich auch richtig anfühlte. Also das habe ich auch verstanden, dass die Vorurteile, die dann gegenüber diesem freikirchlichen, evangelikalen Christentum mit großem, dann auch seid ihr als auch gegen Abtreibung und gegen Schwule und, und, ne, und dieser Fundamentalismus, der da mit reinkommt und ja, also das hat viel in Frage gestellt und ich habe auch viel verstanden und auch die Ablehnung verstanden. Was ich nicht verstanden habe, ist, dass da nicht ein echtes Interesse war. Erklär mir doch mal, was du da wirklich glaubst. Und gute Freunde haben das gemacht und andere haben, glaube ich, einfach gedacht, jetzt sind sie irgendwie verrückt geworden. Aber die wirklich guten und wichtigen Freunde, mit denen gab es schöne Auseinandersetzungen und die gibt es auch immer noch über meinen Glauben und auch das verstehen zu wollen, wie ich glaube und was ich glaube. Man hat automatisch irgendwie ein Bild im Kopf, wenn man das hört oder beziehungsweise wenn man die Nachrichten verfolgt, kommen Christen ja dann vor, wenn es irgendwie wieder heißt, ja, in der evangelischen Kirche sind jetzt Missbrauchsfälle in viel größerem Maße bekannt geworden als vorher angenommen. Es gibt jetzt ein Urteil, dass man vor Abtreibungskliniken nicht mehr die Frauen dort belästigen darf oder ja, das machen ja auch Christen oder aus ihrem christlichen Verständnis heraus oder eben, wenn man aus den USA wieder irgendwie was Verrücktes hört, was die Kirchen da anstellen und welche Macht die da auch haben. Und das geht, glaube ich, erstmal einem sofort durch den Kopf, wenn man irgendwie von jemandem hört, ich glaube an Gott, ich bin Christ. Ne? Ja, was ich mitgenommen habe, ist das Wichtigste, Gott ist Liebe. Gott ist in jedem Menschen. Und urteilt nicht. Fürchtet euch nicht und urteilt nicht. Und entferne erstmal deinen eigenen Balken aus deinem Auge, statt den Splitter des anderen zu sehen. Das ist mein christliches Verständnis. Und wenn ich mich daran halte, glaube ich, fahre ich ganz gut. Es ist schwer genug. Ja. Ja. Ich bin ja auch Pastor und bevor ich zum Radio gekommen bin, war ich 10 Jahre lang Gemeindepfarrer. Und eine meiner wichtigsten Aufgaben dort, habe ich immer so gesehen, war es, Menschen in existenziellen Situationen ihres Lebens zu begleiten. Und dazu zählt natürlich manchmal mehrfach die Woche eine Beerdigung. Und Sie haben aber geschrieben, Sven und ich, wir hassten Beerdigungen und wir wollten das nicht. Und das war so eine Stelle, die mir jetzt so ganz persönlich so nahe gegangen ist und wo ich Sie unbedingt zu fragen muss. Sie schreiben nämlich, kein Pfarrer, nur die besten Freunde, alles Menschen, die dich lieben und vermissen und ein paar Worte über dich sprachen, ein Gedicht vortrugen, eine Erinnerung erzählten, ein Lied sangen. Das ist der Reichtum, den du hinterlassen hast. Warum wünscht man sich als Christ oder als Christin eine Beerdigung ohne Pfarrer?
Ja. Was ist so schlimm daran? Denn? Oder, ja, sagen ja, weil es, ich habe das erlebt, dass eben dann irgendjemand Sachen spricht oder ich finde es so intim und so wichtig, dass ich da niemanden reinlassen wollte, der irgendwie sein, selbst seine Religion oder seine Ansicht oder sein Ritual da hineinbringt. Das war mir ein Anliegen, das so intim und persönlich und wirklich vom Herzen zu halten, wie nur möglich. Und wenn es jetzt einen Pastor im Freundeskreis gegeben hätte, der dann, den gab es aber nicht. Ja, ich wollte da auch kein, und ich weiß, dass Sven es auch nicht wollte, irgendwie kein starres Ritual oder etwas, was nicht vom Herzen, tief vom Herzen kam, haben. Beerdigung jetzt in dem Sinne, die so steif und so entfernt von dem sind, was eigentlich diesen Menschen ausgemacht hat, verbunden hat, der jetzt auch nicht das ausdrückt, was die Menschen, die jetzt zu dieser Beerdigung kommen, für ihn empfunden haben, das fand ich wichtig, dass die alle ihren Ausdruck finden, dass die Beerdigung für uns alle da ist und jeder seinen Abschied nehmen kann, vortragen kann und dass da nicht eine autorisierte Person dasteht, die das machen darf, sondern dass jeder, der ihn im Herzen trägt, die Möglichkeit hat, das auszudrücken. Hm. Irgendwie war ich auch so zwiegespalten, als ich das gelesen habe. Also einerseits fand ich es irgendwie so schade und andererseits dachte ich, Mensch, das war aber eine schöne Zeremonie, die da gemacht haben. Und sie haben auch geschrieben, auch dass das Wetter passte dazu. Erst war es so sonnig, dann kam das Gewitter, dann kam wieder die Sonne raus und ich musste gar nicht weinen, sondern musste sogar lachen und habe mich so wohl gefühlt während dieser Feier. Und sie haben auch einfach besondere Menschen in ihrem Freundeskreis, die das alles so mitgemacht haben. Also ich könnte ganz viele Beerdigungen nennen, wo die Angehörigen heilfroh waren, dass sie nichts machen mussten, sondern sich in ein gewisses Ritual auch einfach so hineinbegeben konnten und gesagt haben, ach, sie machen das schon, Lieder suchen sie mal aus. Und dann haben sie mir was erzählt über das Leben ihres Verstorbenen und ich habe dann versucht, das wiederzugeben. Und hinterher kam oft auch die Rückmeldung, das war so, als hätten sie ihn gekannt, dabei kannten sie ihn doch gar nicht, wie haben sie das eigentlich gemacht? Und bei ihnen war das aber so, sie hatten so viele Menschen, die auch in dem Moment, ja sagen wir mal, die Kraft hatten, das einfach so auch vorzutragen. Das fand ich auch sehr beeindruckend. Ich wollte das nicht abgeben. Ja. Wir haben beide, glaube ich, auch einen großen Widerwillen gegen so entfremdetes Verhalten oder entfremdete Umgebung. Und das wäre jetzt nichts gewesen, was ihm entsprochen hätte oder mir entsprochen hätte. Und das ist mir bei Beerdigungen immer so unangenehm aufgestoßen. Und das abzugeben an jemanden anderen, weil wir nicht, ich weiß nicht, das ist so. Für mich ist es das Gefühl, dass ich diesen Tod oder ihn damit auch verinnerliche und das auch nicht abgeben darf. Das ist so mein letztes, mein Abschied nehmen lasse ich mir nicht von jemand anderem nehmen, sondern das gestalte ich auch ganz in unserem Sinne, so wie er es und wie ich es uns gewünscht hätten. Sie haben ja vorhin gesagt, eigentlich haben Sie das nie wirklich wahrhaben wollen, dass es auch mit dem Tod enden kann. Sie wollten eigentlich immer daran festhalten, dass es eine Heilung gibt. Haben Sie dann aber trotzdem mal über diese Möglichkeit gesprochen und ja im Prinzip die Trauerfeier irgendwie geplant oder war das gar kein Thema? Wie gesagt, der Tod war kein Thema, war Thema. Zwischen uns. Nee. Aber trotzdem irgendwie im Vorfeld hatten Sie mal gesagt, so eine Beerdigung, wie Sie hier jetzt erlebt haben, sowas wollen wir für uns nie haben. Das war schon klar zwischen Ihnen, ne? Weil Sie ja gesagt haben, also eine Beerdigung, das wäre nicht in seinem Sinne gewesen. Darum war ich mir sicher, das mache ich so, wie er das so wollte. Ja, da sind wir uns. Also ja. Da weiß ich auch genau, auch wie er ja. Gesellschaft mag, wie er irgendwie feiern mag, was ihm gefällt. Also wir waren uns da auch immer einig auf so Beerdigungen. Da kennen wir uns irgendwie gut genug. Ja. Ich würde gerne einmal auf den Sinn kommen, den ein Tod haben kann. Und eine Stelle, die ich auch sehr beeindruckend fand, die muss ich auch noch einmal zitieren. Ich suche ein Narrativ, in dem dein Tod und mein Weiterleben einen Sinn machen. Das heißt aber nicht, dass dein Tod sinnvoll war.
Ich habe gelernt, mit dem Paradox zu leben, dass die Sinnlosigkeit deines Sterbens und mein Leben, in dem dein Sterben Sinn macht, nebeneinander existieren können. Genauso wie Glück und Trauer. Das fand ich stark. Sinnlosigkeit auf der einen Seite und Sinnhaftigkeit auf der anderen Seite. Und beides kann gleichzeitig wahr sein. Das klingt auf der einen Seite wirklich, als ob es gar nicht ginge. Ist ja ein Paradox, schreiben Sie ja auch. Und trotzdem geht es. Ich meine, so wie ich Gott verstehe und wie ich auch diese Schöpfung, die ja wirklich, also ich glaube an die Schöpfung. Ich glaube, dass da ein super intelligenter Plan dahinter ist. Und ich glaube auch, dass es ein unfassbar, so wie wir unfassbar komplexe Wesen sind, allein unser Körper und wie das alles, wie so ein Auge funktioniert und wie alles ineinander funktioniert. Wir leben ja, wir machen die ersten Dinge, ohne darüber nachzudenken, jetzt hier zu sitzen, zu sprechen. Ich muss nicht, das passiert ja einfach. Ich muss gar nichts dafür tun. Und genauso glaube ich auch, dass Gott in allem ist und Gott allumfassend, dass es nichts außerhalb von Gott gibt und nichts existieren kann. Und deshalb sind natürlich auch die Polaritäten, in denen wir leben und auch nur Licht mit Schatten erfahren können, existieren ja auch nicht getrennt voneinander, sondern auch gleichzeitig. Und in dieser Gleichzeitigkeit, die unser beschränktes, jetzt linke Gehirnhälfte, die ja kategorisiert und unterteilt und polarisiert, schlecht mit klarkommt. Aber wenn wir uns wirklich angucken, existiert das eben gleichzeitig. Das Glück, und ich habe es erfahren, das Glück, ich kann auch ein wirklich tiefes Glück empfinden, selbst in einem Moment tiefster Trauer. Das ist, es ist alles eins, ich muss mich nicht für eins von beiden entscheiden, aber ich muss diesen Raum machen und ich muss es aushalten, dass alles auch da ist und sich dann auch nebeneinander, ich mich nicht entscheiden kann oder muss, sondern dass es nebeneinander existiert. Glauben Sie, dass es ein Wiedersehen gibt nach dem Tod? Ja, auf jeden Fall. Ja, also wie das aussieht, weiß ich nicht. Nicht in dieser Form vielleicht, aber eine Wiedervereinigung, glaube ich, auf jeden Fall mit allem. Und dann würde ich gerne noch einmal ein letztes Zitat bringen, schon aus den letzten Seiten Ihres Buches. Da schreiben Sie, es ist meine Aufgabe, die Geschichte gut zu erzählen. Sie nicht zu einer Opfer-, sondern zu einer Heldengeschichte zu machen. Am Ende als Gewinner und nicht als Verlierer hervorzugehen. Einfach, weil ich keine Geschichten mag, die schlecht ausgehen. Es muss immer einen Gewinn, eine Hoffnung am Ende geben. Das alles liegt in meiner Macht, unabhängig von dem, was das Leben mir vor die Füße wirft. Jeder ist seines Glückes Schmied, oder? Ja, natürlich. Ich meine, das ist, wir können ja nicht, wir haben keinen Einfluss auf das, was uns passiert. Aber ich habe in dieser Zeit auch erfahren dürfen, wie viel Einfluss ich auf mich selbst, auf meine Perspektive, auf das Ganze, auf meine Haltung, auf meinen Fokus habe und das im höchsten Maße auch zu nutzen und auch auszubilden in einer Weise, die mir zuträglich ist und nicht gegen mich gewendet. Denn ich habe ja immer die Wahl, was ich denke. Ich habe die Wahl, klar kommen Gedanken zu mir, aber ich habe die Wahl, welchen Gedanken ich jetzt weiterverfolge. Am Anfang kam natürlich immer, was hätte ich tun können, was hätten wir tun können, wie hätte er überleben können, indem ich in dem Moment auch entscheide, vollkommen unsinnig, dieser Gedanke weiter blättern, das bringt nichts. Und immer wieder diese Entscheidung, ja, das ist die Kraft, das ist die Macht, die wir haben und die sollten wir auch voll und ganz nützen, anstatt uns, ich spreche jetzt für mich, mich darin aufzureiben, irgendetwas im Außen zu verändern oder mit einer Situation, die nicht zu ändern ist, wie dem Fehlen meines Mannes, zu hadern und zu kämpfen. Natürlich bleibt die Trauer, natürlich bleibt die Wut, bleibt die Hoffnungslosigkeit, die manchmal, all diese Gefühle gehören mit dazu, aber das letztendliche, das letzte Gefühl ist dann doch die Akzeptanz und das Vertrauen, dass alles schon gut so ist, wie es ist.
oder gut werden kann. Sie haben jetzt gerade gesagt, ich spreche da für mich, aber würden Sie trotzdem irgendwie sagen, dass Sie irgendwie, Sie haben ja auch in Ihrem Leben immer wieder auch anderen Menschen weitergeholfen. Das ist ja auch so ein Anliegen, was Sie umgetrieben hat oder umtreibt. Können Sie irgendwie einen Tipp geben, wie man in Trauersituationen wieder mit seinem Leben zurechtkommt? Oder gibt es irgendwas Allgemeingültiges, was man machen kann, wenn man einen lieben Menschen verloren hat? Ich gebe sehr gerne Ratschläge, ich gebe sehr gerne Tipps, aber ich weiß auch gleichzeitig, dass das nicht richtig ist. Ich lasse mich aber gerne von anderen Menschen inspirieren und deshalb spreche ich für mich, und wenn das jemand hört, dann kann der oder die sagen, ja, das gefällt mir, das resoniert mit mir, das möchte ich auch mal ausprobieren oder so möchte ich es auch sehen. Und deshalb sage ich das jetzt so, denn erstmal dauert das verdammt lang. Es gibt kein, das kann ich jetzt sagen, nach 3 Jahren, es gibt nicht, und ich habe es oft genug immer wieder gedacht, ich habe es jetzt geschafft, jetzt habe ich es geschafft. Aber das gibt es nicht. Und das geschafft am Anfang war dann immer mit der Erwartung, so, jetzt habe ich mich so gut gehalten, jetzt habe ich es geschafft, jetzt kannst du eigentlich wieder zurückkommen. Ein immer tieferes Realisieren, nein, das wird nie aufhören. Er wird nie zurückkommen und ich werde den Rest meines Lebens ohne ihn leben. Das ist so offensichtlich, aber das sinkt wirklich, also die Schichten, denen das dann reinsinkt, sind tief. Und sich da auch diese Zeit zu geben und zu vertrauen, dass man damit leben kann. Ich habe die große Freiheit, dass ich mir meine Arbeit einteilen kann, dass ich ja, mir meinen Tag einteilen kann und dass ich mir auch alle Zeit geben konnte, im Bett zu liegen. Und wenn ich manchmal tagelang dann einfach Serien angeguckt habe, die mir irgendwie gut getan haben, die mich abgelenkt haben, das ist auch vollkommen in Ordnung. Und wenn ich mit Freunden zusammen bin und auf einmal merke ich jetzt, fließen die Tränen, dann auch die Tränen fließen zu lassen oder mitten unterwegs in der Stadt dann einfach zu weinen, zu spüren, wenn die Trauer wieder hochkommt, sie zuzulassen, das alles zuzulassen und gleichzeitig aber auch sich so weit zu kontrollieren, dass ich merke, okay, jetzt gerade diese Gedankenarbeit, da darfst du jetzt nicht hingehen, da gehst du nicht mehr hin. Nee, das ist, führt zu gar nichts. Ich finde das Schreiben wunderbar, das kann ja jeder für sich machen, sich wirklich, ich habe dann auch Gedankenschleifen, die sich immer wieder wiederholen, aber dann geht man halt immer wieder und dann merkt man, okay, das haben wir jetzt auch, haben wir auch abgeschlossen. Also sich da auch zu vertrauen, sich gut zu tun, sich selbst nicht unter Druck zu setzen, sich die Zeit zu geben. Und ich hatte immer die Stimme meines Mannes, der dann irgendwie mir jedes Mal gesagt hat, super, das hast du gut gemacht. Du hast es geschafft, heute irgendwie dein Tagespensum zu erledigen oder du hast heute 3 Teller abgewaschen. Siehst du, bist eine Heldin, du kannst das. Also wirklich sich so, da wirklich sanft mit sich selbst zu sein, großzügig zu sein und zu vertrauen, dass es irgendwann leichter wird. Alles ist gut, bis es das dann nicht mehr ist. Über das Leben, die Liebe und das Sterben. So heißt Ihr Buch. Und ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses sehr anregende und auch, ja, sehr, sehr mutmachende Gespräch und für das, was Sie gesagt haben. Und ja, ich wünsche Ihnen, dass das, was vielleicht nicht gut ist, irgendwann auf eine andere Art und Weise dann doch wieder gut wird. Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. So ist es. Dankeschön, Elke Nates. Sehr gerne. Und damit geht die heutige Folge von Sinnsuche zu Ende. Sie können uns abonnieren und sich alle 14 Tage auf eine neue Folge freuen. Mit Susanne Richter, Oliver Vorwald und mit mir, Marco Vogt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sinnsuche. Ein Podcast der Kirche im NDR.